Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zur neuesten Top 10. Es gibt ja doch noch was, und zwar die Gloves. Ihr habt mich im letzten Video darauf hingewiesen, dass ich die ja ganz vergessen hätte. Was auch stimmt. Die Erstellung der Liste war ultra schwierig, weil man Gloves irgendwie gar nicht kennt. Man hat gar keinen Bezug dazu. Die Skins kennt man, hat man irgendwo mal schon gesehen und so. Und mit denen vielleicht auch gespielt. Aber Gloves, die sind irgendwie so ultra selten. Im Moment noch. Ich kenne nur zwei Spiele. Also ich habe nur zwei Spiele bis jetzt gesehen, die welche hatten oder haben. Mal gucken. Naja, los geht's. Platz 10. Da kommen bei mir die Sport Gloves Super Conductor. Super Conducting. Mal gucken, wie die Animation so ist. Macht er immer noch die Fäuste auf und zu? Okay, ja, scheinbar, ja. Reicht ja auch. Man sieht ja von vorne und von hinten jetzt so alles, mehr oder weniger. Da gefällt mir die Farbverteilung ganz gut. Das Blaue und auch diese blauen Striche hier drin, so ein bisschen Crimson oder Spiderweb-mäßig, beziehungsweise es hat schon so ein Wabenmuster. Finde ich nice. Auch hier hinten die Faserung für, das hier, sonst auch schwarz. Nice, kann man nichts sagen. Platz 10. Kosten 375,54 €. Echt Wahnsinn, wie teuer die Teile sind. Wenn man bedenkt, dass es, ja, dass es halt einfach Handschuhe sind. Auf der anderen Seite, klar, was haben Waffen für einen Grund, jetzt teurer zu sein? Habt ihr recht, habt ihr recht. Auf dem 9. Platz liegen bei mir die Sport Gloves Pandora's Box. Purple. Nice, gerade wenn man halt Purple mag. Auch die Innenflächen sehen sehr geil aus. Seht ihr das? Diese Augen? Nice. Es gibt doch auch eine Waffe, die Pandora's Box heißt, oder? Waffenskin, kann das sein? Auch für die feminine Seite der Menschheit auf jeden Fall. Was Schmackhaftes. Passt auf, der Preis. 655,25 €. Das ist schon echt krass. Sind es eigentlich angesehene Designer, die sowas machen? Oder sind es echt No-Names, die halt was hindesignen? Von, vielleicht von Valve selbst oder auch externe Leute, die dann das schicken und sagen, hier, guck mal. Und Valve sagt, geil, können wir Geld machen. Oder ist der Preis vielleicht auch so ein bisschen vom Designer her? Weil das ein Designer ist, der sagt, hey, mein Design kostet euch jetzt halt einfach mal 1.000 €. Oder er bekommt, wie heißt das, Tantieme, glaube ich. Tantieme, pro verkauftem Paar oder pro verkauftem Skin bekommt der Designer Geld ab. Von Valve oder von wem auch immer. Ja, von Valve, klar. Wenn es dann hinten dran weiter distributiert, verschissen wird, also von Spieler zu Spieler, dann hat das ja nichts mehr mit dem Designer zu tun. Aber die Herstellung praktisch. Also Valve kopiert ja die Skins ganz oft. So wie so eine Gelddruckmaschine. Und vielleicht müssen sie oder mussten sie pro Kopie auch was bezahlen an den Designer. Man weiß es nicht. Auf dem Platz Nummer 8 liegen bei mir die Motto Gloves. Boom. Die passen halt ultra nice zu der AWP Boom. Das ist schon wirklich vorzüglich. Von der farblichen Gestaltung her finde ich sie halt eher langweilig. Mich turnt halt dieses Boom. Bau, Pau sehr an. Clack, Crack, Zack, Tortue. 373 €, damit sind sie fast die zweitgünstigsten, drittgünstigsten. Ich denke, von weiter weg sehen die halt nicht so spannend aus, wenn die jemand trägt. Man sieht es nicht so schnell, denke ich. Weil sie eben an sich eher unauffällig gestaltet sind. Aber trotzdem schöne Teile. Auf dem Platz Nummer 7 liegen bei mir die Motto Glove Spearmint. Die sind schon etwas auffälliger, da gefällt mir die farbliche Gestaltung ein bisschen besser. Schade ist halt, dass da jetzt nichts ultra cooles zwischendrin ist. Also wie Boom, Kapam, Papam, Pau. Aber dieses Grüne lacht mich halt dann doch eher an mit den leichten Rot- oder Orange-Akzenten. Schon schnuckelig. Und hier mit diesen Knuckles, das war auch auf dem anderen drauf, ich weiß. Damit kann man halt auch gut boxen, weißt. Macht man zwar nicht in Counter-Strike, aber egal. Jetzt passt hier mal auf den Preis auf. 881 €. Ich weiß nicht, wie zwischen den Booms und den Spearmints so ein riesen Unterschied entstehen konnte. Vom Preis her hätte ich die hier geringer angesiedelt als die Booms, weil sie schlichter sind. Also ich halt. Naja, aber wer weiß, was die andere entscheiden, ne? Auf die Platz Nummer 6 liegen die Hand Wraps Leather. Das hat auch was, wenn man die Finger sieht, wenn man das Fleisch sieht, das Spiel, also das der Figur. Das sieht schon ziemlich cool aus, obwohl der Daumen ziemlich fett ist. So ein kleiner dicker Daumen, so ein verkürzter dicker. Ultra schlicht, aber gerade das macht sie irgendwie aus. Auch so ein bisschen wie Fighter-Handschuhe. Der Preis liegt hier bei denen auf niedrigen 210,31 €. Das sind die günstigsten auf der gesamten Liste. Klar, da ist ja auch am wenigsten Material verwendet worden. Aber es macht sie nicht weniger wert. Also für meine Top 10. Wahrscheinlich gerade, weil sie diese schlichte Fighterhaftigkeit haben. Fingernägel sind sauber da. Guck mal, sind super Fingernägel da. Hat er sich vor dem Shot nochmal gereinigt, ne? Sehr gut, sehr gut. Nun sind wir auf Platz 5 angelangt und da kommen die Driver Gloves Luna Wave. Das sieht schon sehr nice aus, vor allem hier mit diesem Stück. Auch die Farbe blau, nice, nice, nice. Hier hinten dieses Muster, vorzüglich. Und die Punkte hier oben sorgen für die perfekte Durchlüftung der Hand. Dass man nicht innen drin Wasser sammelt, das kann dann rauslaufen, ja, wenn man schwitzt. Ich hoffe, dass ich irgendwann mal welche aus den Kisten rausziehe, weil so Gloves, das wäre natürlich sick. Naja, Achtung, der Preis. Das sind die teuersten Gloves auf meiner Liste. 1.497,15 €. Fragt mich hier auch wieder nicht, wie das zustande kommt. Angebot, Nachfrage, Designerkosten, keine Ahnung. 1.500 € eigentlich. Ist doch krass. Der Knopf sieht ziemlich cool aus hier unten. Warum? Da könnte man ruhig noch ein bisschen mehr Fokus drauf legen, wenn die Hände noch etwas weiter oben wären. Hatten die anderen auch einen Knopf? Ich glaube schon. Das sollte man doch eher mal zeigen. Hier gefällt mir es auch besser, dass die keine Knuckles haben. Kein Knuckelschutz-Ding hier oben. Platz Nummer 4. Bloodhound Gloves. Charred. Die sind schon krass aus, oder? Mit diesem Hund da drauf und den Spikes.
Wow, wow. Auch das Rote kommt ja ganz gut noch raus. Sonst sind es aber eher so eine einfache Ausführung. Hier mit den Nice noch drauf. Sick, sick, dude, sick. Man sieht auch wieder die Finger. Nice, nice. Pro Schlag Quanta. 289,20 €. Was hängt hier noch? So Nieten oder was? So runde kleine Dinger? Oder sind das auch Beatmungslöcher? Ich denke, hier kann man auch gut atmen. Jetzt kommen wieder die ersten drei Plätze. Ich denke, es ist extrem schwer für euch, da irgendwas zu erraten, weil es für mich schon sauschwer war, irgendwas daraus zu machen, aus dieser Top-10-Liste. Aber ihr könnt es gerne versuchen. Versucht's kurz und fertig. Die Bronzed Bloodhound Gloves liegen auf meinem dritten Platz. Die sind schon so ein Upgrade von den gerade eben, ne? Schön mit Bronze da drauf. Nice, nice. Sonst eigentlich genau dasselbe. Der Preis unterscheidet sich hier doch ein Stück, beziehungsweise, ich habe die Preise vertauscht. Die Chaired, die von gerade eben, kosten 399,59 € und die Bronzed kosten nur 289,20 €. Ich habe einfach die Preise falsch schon dran geschrieben, beziehungsweise falsch schon vorgelesen. Es steht sogar richtig da. Oder habe ich gerade eben den Preis vergessen zu sagen? Keine Ahnung. Sehr schicke Teile, sehr nice, sehr nice. Die Bloodhound-Dinger sind schon echt krass, oder? Da geht fast nichts drüber. Platz Nummer 2, Snakebite Bloodhound Gloves, MG. Eine weitere Verbesserung der letzten. Mit Schlangenhaut. Im wahren Leben natürlich Bapfui. Also ich bin jetzt niemand, der Leute mit Blut beschüttet, wenn er irgendwie Pelz trägt oder so, aber ich würde es trotzdem nicht tragen. Ich esse Tiere lieber, anstatt sie zu tragen. Sehr schönes Ding, wobei man sich auch irgendwann satt sieht. Das hier hinten macht es halt einfach aus, ne? Dieser Bloodhound. Das ist doch von Operation Bloodhound abgekupfert, oder? Das ist halt schon nice. Aber ich finde, es gibt für den Platz 1 dann doch nochmal etwas geilere Gloves. Ihr werdet dann wahrscheinlich direkt sehen, ach ja, natürlich gefallen die ihm am besten. Ist ja logisch. Die hier kosten 455,55 €. Schon ziemlich nice, ne? Ja. Platz Nummer 1, Specialist Gloves Emerald Web. Grün und mit Web drauf. Wie geil ist das? Hallo? Crimson Web? Ist schon nicht schlecht. Emerald Web. Auf der Handinnenfläche ist eigentlich nichts Besonderes, aber ich finde, das ist auch nicht so wichtig irgendwie, weil man ja gar nicht, oder? Man hat ja die Waffen in der Hand. Das Äußere zählt. Das zählt. Das zieht auch Leute an. Wenn du grüne Gloves hast und damit rumrennst, ey, das wird gesehen. Also das sind die absoluten Lieblingsgloves. Weißt du, du stehst da und die Leute sehen Gloves und drehen sich um und sagen, boah, der ist bestimmt total erfolgreich. Ist ein bisschen wuschig, ne? Aber grün ist halt auch einfach meine Farbe. Ich denke, es gibt sehr viele Leute, die sagen, was, die Bloodhounds sind doch geiler. Die Bloodhounds sind doch wirklich extrem nice und das war auch schwierig, diese hier über die Bloodhounds zu setzen. Aber es ist halt dann trotzdem einfach meine Farbe. Und dieses Web-Ding ist halt einfach schön. Soweit, so gut. Das war meine Top 10 zu den Gloves. Ich denke, das war jetzt fürs Erste die letzte Top 10. Wenn ich eine Liste von allen neuen Skins finde oder bekomme, die seit diesem Jahr rausgekommen sind, also in 2017, dann kann ich davon oder würde ich davon auch nochmal eine Liste machen. Entweder eine komplette Liste, also einfach eine Top-X-Liste mit allen, beziehungsweise wenn es nicht so viele sind, dann auch wieder nur eine Top 10. So meinst du gut. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.